Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota. Wir beginnen diese Reportage mit einem Abschied. Mit dem Abschied eines echten Vision Gold Veteranen. Wohl kaum einer ist in den letzten Jahren so oft in diesem Format aufgetaucht wie Ringer Frank Stäbler. Kaum einer hat die Reporter immer wieder so mit seiner offenen Art mitgerissen. Jetzt hat er seine erfolgreiche Karriere mit 33 Jahren beendet. Natürlich nicht leise und klammheimlich, sondern laut und spektakulär mit einem internationalen Kampfabend vor 4.500 Zuschauern in Ludwigsburg. Also ich erwarte und ich hoffe und ich weiß es, dass es das größte und spektakulärste und geilste Ringer-Event in der Geschichte sein wird. Meine Damen und Herren, hier kommt er bei seiner Veranstaltung The Last Fight. Hier ist Frankie Stäbler! Dreimal ist er Weltmeister geworden in drei verschiedenen Gewichtsklassen, einzigartig. Dazu zweimal Europameister, olympischer Bronzemedaillengewinner von Tokio vergangenes Jahr. So einer wie er kann nicht so einfach geräuschlos seine Karriere beenden. Was wir hier aufgezogen haben, hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben und wird es in der Zukunft wahrscheinlich und leider nie wieder geben. Ein Abend der sportlichen Extraklasse. Mattenkämpfer von drei Kontinenten aus 9 verschiedenen Nationen messen sich vor großer Kulisse mit deutschen Topathleten. Und zum Abschluss wird er ein letztes Mal die Ringerstiefel schnüren, Frank Stäbler, im Duell gegen den Iraner Mohammad Reza Gheree, der ihn in Tokio 2021 besiegt, Stäblers olympischen Goldtraum damit zunichte gemacht hat. Es musste der Gheree sein, weil dieses letzte Mosaiksteinchen fehlt noch, hat gefehlt und in der Karriere. Und jetzt, dass er mir die Chance gibt für die Revanche im letzten Kampf meines Lebens in dieser Atmosphäre, ist einfach ein Traum und besser geht nicht. Und deswegen musste er das sein. Und an Spannung nicht zu überbieten. Wir werden später sehen, wie diese spektakuläre Neuauflage ausgeht. Doch erstmal blicken wir zurück auf unser erstes Zusammentreffen mit Frank Stäbler im Jahr 2016. In Moosberg ist damals im Februar bei kalten Temperaturen erst Joggen und dann Sauna angesagt. Zusammen mit Trainer Andreas Stäbler, der übrigens nicht mit Frank verwandt ist. Hier gibt es ganz verschiedene Stäbler. Sieben, sage ich mal, und wir haben keine Kreuzung und deswegen sind wir im Prinzip gute Dorfbekannte, aber nicht verwandt, sage ich mal. Vater Lübnet. Die beiden bilden schon damals mehr als ein Jahrzehnt ein sehr erfolgreiches Duo. Hier in dieser kleinen Halle fühlen sie sich wohl. Hier hat Frank Stäbler schon mit 4 Jahren mit dem Ringen begonnen. Ich nenne es mein Wohnzimmer, weil ich hier eigentlich so viel Zeit wie zu Hause verbringe und ausgenommen jetzt das Schlafen, aber sonst bin ich öfter hier zwischen 4 und 5 Stunden täglich in diesem Trainingsraum und dazwischen arbeiten, abends zu Hause dann zum Schlafen und deswegen willkommen zu Hause. Wir brauchen die Zeit für uns, wenn er zurückkommt von harten Trainingslehrgängen oder harten Wettkämpfen, um hier wieder einen Rhythmus zu finden und bestimmten Grundlagenbereich zu arbeiten. Wir sind wieder beim Kampfabend in Ludwigsburg, der Abschiedsveranstaltung für und von Frank Stäbler. Neben den Kämpfen gibt es ein buntes Showprogramm. Auch viele namhafte Athleten aus anderen Sportarten sind zu diesem Event gekommen und sind begeistert. Der Hinnen hatte irgendwie keine Erwartungen. Ich dachte, gut, 2, 3 Kämpfe angucken und dann gehen wir nach Hause irgendwie und trinken noch ein spannendes Bier vielleicht an der Bar. Und das war so wie Frank ist, es war legendär, es war krass, die Halle war voll. 9 Kämpfe sind es insgesamt, 9-mal ein deutscher Athlet gegen einen starken internationalen Konkurrenten. Abseits des Geschehens gibt es natürlich schon den einen oder anderen Gedanken, was und vor allem wer da dem deutschen Sport in Zukunft fehlen wird. Der deutsche Sport, vor allem der deutsche Ringkampfsport, hat eigentlich jetzt schon ein Aushängeschild, das über viele Jahre immer präsent war, immer geliefert hat. Erstmal weniger, es stehen zwar junge Leute an, aber ein Frank Stäbler, er war schon was Besonderes. Der deutsche Sport verliert vor allem einen sehr, sehr sympathischen, aufgeschlossenen und vor allem lustigen Athleten. Frankie hat immer, wenn er irgendwie da ist, ist die ganze Stimmung einfach toll.
Es sind eben nicht nur die großen Erfolge, die ihn auszeichnen und ausmachen. Es ist diese Aura, diese Präsenz, mit der er Menschen für sich gewinnt. Heute, der Abend, der war echt der Wahnsinn. Also der hat wirklich alles nochmal aufgefahren, vor allem auch Weltstars im Ring und dann zusätzlich noch Showacts. Und soweit ich das mitbekommen habe, hat er auch die meisten Leute persönlich angesprochen, gefragt, ob die heute Abend kommen wollen. Und ja, es waren ja echt krasse Showacts da, also Wahnsinn. Es war echt ein toller Abend und hat auch echt richtig viel Spaß gemacht. Das Schöne ist, man hat ja auch hier gesehen, was Frank bewegen kann und wen Frank alles bewegen kann. Ist so ein bodenständiger, mitreißender Mensch, der so herzlich ist und jedem, mit dem man spricht, das Gefühl gibt, dass man wertgeschätzt wird und auch total beachtet wird. Wir blicken noch einmal zurück. Frank Sträblers Karriere war nicht immer die glitzernde Erfolgsgeschichte. Es gab genügend Kontroversen, die wohl bekannteste 2018 mit seinem Verein in Moosberg. Er und seine Kollegen zogen daraufhin kurzerhand von der Trainingshalle in einen ehemaligen Stall von Sträblers Eltern um. Die Geschichte vom Training im Kuhstall war geboren. Nur eine Episode aus dem schillernden Leben des Vorzeigeringers. In eben diesem Jahr wird er dann in Budapest zum dritten Mal Weltmeister. 12 Tage nach diesem Erfolg haben wir ihn mal wieder besucht und merken schnell, dass ihn trotz des großen Triumphes eine Sache nach wie vor antreibt. Mir fehlt immer noch die olympische Medaille. Ich bin zweimal knapp dran gescheitert und deswegen geht meine Karriere weiter. Sie geht den Weg zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und ja, der Traum ist, die Karriere mit der olympischen Medaille zu beenden. In Ludwigsburg ist es soweit. Der 9. Kampf des Abends steht auf dem Programm, der, auf den alle hier gewartet haben. Sträblers letzter Akt auf der Ringermatte, die Olympia-Revanche gegen den Iraner Gerry. Nochmal ein kurzer Rückblick. Sträblers Tokio-Mission wurde im Vorfeld auf eine harte Probe gestellt. Die Corona-bedingte Verschiebung der Spiele kommt ihm überhaupt nicht gelegen. Erst verletzt er sich an der Schulter, dann infiziert er sich mit dem Virus und leidet lange unter den Folgen. Und schließlich ist da mal wieder das Gewicht machen. 8 Kilo müssen für die neue 67-Kilogramm-Klasse runter. Und das bei einem perfekt austrainierten Körper. Zum letzten Mal ist wochenlanges Hungern und Wasserverzicht angesagt. Aber Motivationskünstler Sträbler sieht auch hier das Positive. Dann bin ich eben nicht mehr so stark, dafür aber schneller auf der Matte, wenn es bei den Spielen darauf ankommt. Und tatsächlich, er gewinnt in Tokio seinen ersten Kampf, um dann im Viertelfinale äußerst knapp und unglücklich gegen diesen Mann hier zu verlieren, der auch heute wieder sein Gegner ist. Aber da der Iraner in das Finale einzieht, bekommt Sträbler doch noch seine olympische Medaillenchance und nutzt sie. Bronze zum Abschluss der Karriere, ein letztes Ausrufezeichen des Moosbergers. Und jetzt bei der großen Revanche gegen Gerry. Natürlich gibt es das Happy End, auf das alle gehofft haben. Sträbler triumphiert in seinem allerletzten Duell. Ich lebe nach dem Motto, große Klappe, viel dahinter. Und heute habe ich Gott sei Dank noch mal liefern können. Mit einem Sieg abtreten, was gibt es Schöneres für einen Sportler, dessen Karriere von hart umkämpften Duellen geprägt war? Die Anerkennung in der Halle ist groß für seine Leistung und die Präsentation. Ein absolut geiles Event. Ja, also mega. Eigentlich, so wie seine ganze sportliche Karriere war, so war auch das Event einfach fantastisch. Ja. Das hat er sich so verdient. Das ist Frank Sträbler, wie er lebt, ja, wie er den Sport lebt, wie er den Sport präsentiert. Und deswegen, er steht immer noch da oben. Ja, das hat er sich absolut verdient. Ich glaube, so kann man einen Abschied feiern. Also wenn nicht so, wie dann sonst. Jetzt ist die großartige Ringerkarriere also endgültig vorbei. Und was kommt nun? Also der neue Traum ist, dass ich heute Abend erstmal in eine Bar gehe und richtig heftig feiere. Mit all meinen Wegbegleitern, das gehört jetzt dazu. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und danach werde ich mir neue Projekte, neue Ziele suchen und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Aber jetzt bin ich auch erstmal glücklich, dass alles kann und nichts muss.
Alles kann und nichts muss, ein gutes Motto. Und gerade das alles kann, weckt natürlich Hoffnungen bei seinen Sportkollegen. Ich hoffe, er bleibt im Sport irgendwie erhalten und kriegt irgendwelche andere Positionen oder wird noch ein bisschen was machen, vielleicht als Funktionär, er ist ja auch ein kreativer Kopf. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota.